stand da im Himmel und auf dem Thron saß einer, und der da saß war gleich anzusehen wie der Stein, Jaspis und Stühlen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und wachen auf ihren Häuptern goldene Kronen. Von dem Thron gingen aus Blitze, Donner und Stimmen. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten um den Thron. Welcher sind die sieben Geister Gottes? Das erste war gleich ein Löwen, das zweite gleich ein Kalbe, das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Gaben Preis und Ehre und Dank dem, der da auf dem Throne saß. Thank you.
ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Throne saß, ein Buch. Thank you.
Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die Ältesten nieder vor das Lamm und hatten ein jeglicher Harfen und
das Lamm, dir Siegel erstes auftat, hörte ich eine Donnerstimme rufen. Das Lamm, dir Siegel zweites auftat, kam ein anderes, ein feuerrotes Ross hervor, dem, der darauf saß, war gegeben, den Frieden wegzunehmen von der Erde, so dass die Menschen einander mordeten. Und es war ihm gegeben ein großes Schwert. Thank you.
das Lamm, der Siegel drittes auftat, sah ich ein schwarzes Ross. Und drei Maß Gerste für euch alle. Als das Lamm der Siegel viertes auftat, da sah ich und siehe ein fahles Ross, und der darauf saß, dessen Name war Tod, und das Totenreich folgete ihm nach. Ist es, das sich da regt? Ein Mensch wie du, wenn du ein Mensch bist. Mein Bruder. Im Tode sind wir alle Brüder. Ja, noch leben wir, doch nichts mehr lebet außer uns. Sie
siehst im Nebel du das fahle Ross. Das Ross, es hinkt und lahmt auf endlosem Leichenfeld umher. Der Tod reitet darauf. Der Tod. Ihm und seinen Brüdern, dem Reiter auf rotem, auf feuerrotem Ross. Uns im Reiter auf schwarzem Ross war's die Macht gegeben, zu morden die Menschen. Zu morden die durch Menschen. Das Schwert. Durch das Schwert. Durch das Schwert und durch Hunger. Durch Hunger. Durch Schwert und Hunger. Durch die und Pest. Durch die Pest. Und die wilden Tiere der Erde. Doch verließ uns der das Lamm, der Siegel fünftes auftat, da sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die gemordet waren, um der Worte Gottes willen und des Zeugnisses willen, daran sie fest hielten. Und sie sprachen: Und welches Wunder!
es wurde ihnen einem jeglichen gegeben, ein weißes Kleid, und der Herr sprach zu ihnen: Dir ruhet noch und wartet eine kleine Weile. Ist das und Brüder zu euch kommen. Wie auch getötet werden, gleich wie ihr. Dann will ich reden, das Lamm, der Siegel sechstes auftat, und siehe, es entstand ein großes Erdbeben. Wir werden von hier beschwanden.
Thank you.
ein großes Zeichen am Himmel. Und
und auf seinen Thron erhoben. Auf Gottes Thron erhoben. Das Weib aber floh in die Wüste. Dort ist eine Stätte, die Gott selbst bereitet hat, auf dass sie dort ernährt würde. Das Knäblein im Himmel, das Knäblein aber sollte dir einst alle Völker weiden mit eisernem Stabe und beschützen sie vor dem Bösen und kämpfen und streiten für sie und als Sieger kehren heim und als Sieger kehren heim, als Sieger kehren heim. Im Himmel aber erhob sich ein großer Streit. Michael und seine Engel, Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen. Auch der Drache kämpfte und seine Engel, doch vermochten sie nicht zu siegen. Sie vermochten nicht zu siegen. Als der Drache sah, dass ihr auf der Erde geworfen auf der Erde, verfolgete ihr.
Als die große Stille im Himmel vorüber war, sah ich sieben Engel vor dem Throne Gottes stehen. Es wurden ihnen gegeben sieben Hosaunen, und die sieben Engel rüsteten sich
zum Blasen. Und eine jegliche der Posaunen verkündete, thank you.
vor dem Angesichte dessen, der auf weißem Throne saß. Flohen die Erde und der Himmel, und keine Stätte ward für sie gefunden. Und das Meer und der Hades gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und alle Toten, groß und klein, standen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgeschlagen, und die Toten wurden gerichtet. Gerichtet nach dem, was da in den Büchern aufgeschrieben stand, nach ihren Werken. Und ein anderes Buch ward Buch des Lebens, das Buch des Lebens. Wir aber nicht gefunden wurde, aufgeschrieben im Buch des Lebens, ward in den Feuersee. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und alle, die im Buche des Lebens aufgeschrieben waren, und die nun das
Thank you.
Johann.